Hey Liz, hey. Na, alles klar? Ist einmal nur kurz in Merles Zimmer. Nein! Was? Was willst du? Bist du jetzt hier Türsteher geworden oder was? Nein, ich hab Merle versprochen, dass Nein, sie lass nicht... mich Nein! Sam! Was? Du weißt, wie das letztens ausgeadert ist. Ich hab ihr versprochen, dass du nicht ins Zimmer gehst. Warum? Was mach ich denn da? Ich will mir nur was zu schreiben holen. Ja, hallo? Dann hier, nimm das hier oder so. Let's go. Ja gut, okay, danke. Und wo willst du eigentlich hin? Machst du dich gerade fertig? Geht das? Kann ich das anziehen? Sehe ich gut aus? Willst du jetzt eine ehrliche Antwort darauf? Also die kennst du ganz bestimmt, aber nein, es sieht okay aus, wie sonst auch. Aber wo willst du denn eigentlich hin? Ich will nicht okay aussehen, das muss besser aussehen als sonst. Ja, ist in Ordnung, es sieht gut aus. Ich wollte kurz einkaufen gehen, deswegen. Ach so, du willst einkaufen? Da komme ich mit. Also ich muss auch noch ein paar Sachen kaufen. Was denn? Nein. Was ist? Was willst du jetzt von mir? Ich nerv diese Neugier immer. Aber Ich muss einkaufen. Ja, nee, ich muss nicht einkaufen. Ich treffe mich mit jemandem. Ach so, du willst dich wahrscheinlich... Ja, ich weiß schon, was du vorhast. Du willst dich mit Merle treffen und die wollen eine Überraschungsparty für mich starten. Okay, ich tue dann überrascht. Ich weiß schon, ich weiß zwar nicht wozu, aber ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Warum Überraschungsparty? Weil ich Sam bin und... Ja, dann sag mir, was du vorhast. Sonst gehen wir gleich einkaufen, damit das klar ist. Ja, ich habe halt jemanden kennengelernt und mit dem treffe ich mich jetzt. So. Wie? Ah, Sam, du musst nicht alles wissen. Ich treffe mich halt so mit einem Typen und du musst da nicht dabei sein. Also, deswswegen, ich muss jetzt auch los. Ich habe jetzt echt keine Zeit. Ich glaube schon, dass ich dabei sein sollte. Ich meine, ich sollte auf dich aufpassen. Wir sind hier eine Freunde-WG und ich passe auf dich auf. Und außerdem ist mir langweilig. Ich komme mit. Nein, du musst nicht auf mich aufpassen. Ich kann alleine auf mich aufpassen. Was soll das? Ich muss jetzt auch los, Sam. Also, du kannst von mir aus gerne hier im Zimmer bleiben. Sei nicht so neugierig. Also, ne? Bis dann. Aber Liz, mir ist doch voll langweilig, aber... Na gut, ich kann hier in diesem Zimmer bleiben, aber hier ist es auch langweilig, also... Soll sie halt ruhig machen. Oh, ey, Sam ist so neugierig, das ist so schlimm. Ich habe jetzt ein Date und ich freue mich drauf und er muss auch nicht alles wissen. So, ich lasse mir jetzt auch nicht den Tag versauen. Noch 5 Minuten, Mama. Mama? Wenn die zur Schule. Sam. Was ist? Ah! Was willst du denn hier? Oh Gott, geht's dir noch gut? Ja, ich bin... Also weißt du überhaupt, wie du aussiehst? Und du siehst so aus wie immer. Du bist Das kann ich gerade gebrauchen, danke. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich wieder da bin. Ja, aber du bist doch vor einer halben Stunde bist du erst rausgegangen. Was ist denn passiert? Ist irgendwas? Ja, eine halbe Stunde. Warte! Hätte vielleicht Sam dabei sein müssen? Hätte vielleicht Sam alles klären müssen? Tu es. Es war eine absolute Katastrophe. Okay. Also wirklich, der hangt die ganze Zeit, es war ein richtiger Reinfall, der Typ. Wirklich, der hangt die ganze Zeit nur an seinem Handy und hat mit irgendwelchen anderen geschrieben oder telefoniert, keine Ahnung. Okay. Und dann hat er die ganze Zeit nur von sich selber geredet. Tja, ich hab dir gesagt, ich hätte mitkommen sollen, weil wäre ich da gewesen, hätte ich gesagt, hey, Kollege, ne, das Handy mal beiseite und kümmere dich mal um Liz. Und hat er es gemacht? Nein, warum? Ja. Weil Sam nicht dabei war. Glaub mir, wäre Sam dabei gewesen, also ich, dann wäre das Date super geworden. Ja, nein. Wäre trotzdem nicht besser geworden. Erzähl doch mal jetzt ganz genau, was ist passiert? Er war halt einfach so, weißt du, ich habe mich wirklich gefreut. Wir haben halt miteinander geschrieben und alles und wirklich lange und der war halt total unsympathisch. Der war so, keine Ahnung, der war schon fast wie du. Warte, stopp. Wenn er so wie ich war, dann war das super. Also ich verstehe nicht, was das Problem ist. Ja, richtig super. Ja, ich brauche ja keinen zweiten Sam. Auf jeden Fall okay, war es halt echt, ich weiß nicht, ich bin echt enttäuscht, weil ich habe mich drauf gefreut und... Ach, ich weiß auch nicht. Ich dachte halt echt, da könnte mehr draus werden. Und dann... Das tut mir leid. War ich wohl nicht die Einzige für ihn. Liz, es tut mir leid. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so schlimm für dich ist. Ja, aber wahrscheinlich bin ich ihm einfach zu hässlich oder mich mag einfach keiner. Oder Liz, so ist es doch nicht. Doch, es ist immer so. Ich habe immer so ein Pech. Oder Liz, bleib doch hier. Wir können Film oder so gucken. Mach uns noch einen schönen Abend. Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Liz! Aber Liz, hey! Das war anscheinend echt schlimm. Vielleicht sollte ich den Typen mal anrufen und ihm sagen, dass das so nicht geht. Aber ich kenne den Typen auch nicht und jetzt muss ich mich um Liz kümmern. Ist ja super. Ich wollte einfach nur ein paar Filme heute gucken und jetzt kann ich mich um Liz kümmern. Es war so klar. Wie kann man sich so täuschen? Echt? Wie kann man... Warum? Das nervt. Das kotzt mich an. Warum habe ich das verdient? Ganz ehrlich, ich blockiere ihn jetzt direkt. Kann er seinen anderen schreiben, sonst brauche ich ihn nicht. Okay,
Ich habe Sachen gegoogelt und bei sowas sollte man am besten ein bisschen was Süßes besorgen und einfach nur ein bisschen reden, wenn jemand Liebeskummer hat. Okay, ich habe hier alles besorgt und heute bin ich mal der gute Sam. Mel ist nicht da, also muss ich mich um die Gefühle von Liz kümmern, auch wenn ich das schon selber höre. Aber Sam, reiß dich zusammen, ich muss das jetzt mal machen. Sie ist deine Freundin und es geht nicht anders in der Freunde-WG. Nein. Och Sam, nein, mir ist nicht danach. Ach Liz, guck mal, was ich vorbereitet habe. Sam, ich will einfach nur meine Ruhe. Nein, Liz, so funktioniert das nicht. So nicht. Ich hab was vor mit dir. Guck mal, ich hab dir jetzt was Süßes mitgebracht, weil... Ach Sam, weil, ich will nichts Süßes. Warte, stopp. Bei diesem Ratgeber stand, dass wenn es einem auf der Gefühlsebene nicht gut geht, dann soll man was Süßes besorgen. Und ich hab jetzt all das Süße geholt aus der Küche, was wir haben. Das gehört alles dir, auch wenn ich Sachen gekauft habe. Die gehören jetzt alle dir und... Da, was stand da noch? Liz, wie geht es dir... Auf der Gefühlsebene. Das, glaube ich, stand da. Oh, das ist echt süß, Sam. Das, hast du jetzt einen Ratgeber gelesen? Ja, weil ich kenne mich damit einfach nicht so aus. Und meine Freundin sagt auch immer, also Sam, tut mir leid, aber was Gefühle angeht, das kannst du einfach nicht. Aber ich muss jetzt für dich da sein, weil Merle ist nicht da. Ich weiß, sonst macht das Merle immer. Aber heute muss ich mich um dich kümmern. Und wenn du keinen Film gucken willst, wenn es dann sein muss, dann reden wir halt darüber. Ja, mir ist halt einfach nicht so danach. Jetzt erzähl schon. Ja, was soll ich dir erzählen? Ich habe ihn jetzt geblockt, weil er ist permanent online und hat... Sehr gut. Er ruft mich die ganze Zeit an, aber ja, ich gehe nicht perfekt. Ran. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Soll ich noch was mit dem klären? Also soll ich noch irgendwas sagen oder sagst du, ich soll mich darum nicht kümmern? Deine Entscheidung. Nein, was sollst du ihm denn sagen? Ja, ich weiß es nicht. Also wenn du unglücklich bist, dann bin ich auch unglücklich und das möchte ich nicht, weißt du? Ach Sam, das ist alles lieb gemein, aber ich glaube... Ach, ich weiß nicht, ich glaube, er hat mich halt einfach veräppelt. Weißt du, er hat halt, schreibt wahrscheinlich mit allen Frauen, die er so kennt. Und, oder er hat mich einfach gesehen und fand mich halt dann doch nicht so interessant und hübsch und hang deswegen am Handy oder so. Liz, also ich kann das verstehen, warum du jetzt so ein Liebeskummer hast, aber ich glaube jetzt echt nicht, dass ich das selber sage. Aber wenn er dich nicht hübsch findet, dann ist das sein Problem. Also ich finde, du bist sehr, sehr hübsch, obwohl ich nicht glauben kann, dass ich das gerade selber gesagt habe. Aber du brauchst dir deswegen keine Gedanken machen. Also der ist doch unwichtig, ist doch egal. Du sagst doch selber, der ist halt voll uninteressant und wenn er sowas macht, dann brauchst du doch keine Gedanken mehr darüber machen, okay? Okay, hast du das jetzt ernst gemeint? Ich kann es auch nicht selber glauben. Ja, also, ja, vielleicht hast du recht. Also, meinst nicht nur vielleicht, ich habe sowas von recht. Meinst du, es liegt wirklich nicht an mir? Ich wünschte, Merle wäre jetzt hier, aber da muss ich jetzt durch. Ja, es ist so, Liz. Du bist nicht das Problem, er ist das Problem. Und wenn er das nicht schätzt, was er an dir hat, oh mein Gott, ich spreche schon wie meine Freundin, dann hat er dich auch nicht verdient. So, und jetzt hier hau rein in den Süßigkeiten und ich will jetzt einen Film gucken. Ist das in Ordnung? Habe ich dich überzeugt oder nicht? Kann ich jetzt wieder der normale Sam sein? Ach, danke, das ist echt lieb von dir. Normalerweise würde ich ja mit Merle drüber reden, aber... Ja, ich weiß, aber Merle ist nicht da und darum... Darf ich die wirklich Mini-Lebkuchen? Ja, was aber, du willst. Ey, das sind doch deine Lieblings-Katjes. Ja, ich weiß, aber wenn es dir schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht. Und wenn es dir damit danach besser geht, dann geht es mir auch besser. Ah, du bist so lieb, Sam. Echt, so kenne ich dich gar nicht. Ja. Dann lass einfach jetzt Netflix gucken und ablenken. Okay. Hi, Tim. Ja, nee, heute... Ja, ich weiß, es ist mega gutes Wetter, aber heute passt bei uns überhaupt nicht, wirklich nicht. Nein, wir haben heute was geplant in der Freunde-WG, nur so zu dritt. Und ich weiß, dass wenn ich jetzt weggehen würde heute, auch wenn ich natürlich gerne mit dir was machen würde, aber dann wären die beiden echt böse auf mich, ja? Okay, ja, schauen wir nächste Woche einfach mal, okay? Tschüss! Hey Merle! Störe ich dich? Nee, alles gut. Wir wollen doch heute Abend so einen Filmabend machen, ne? Ja. Und ich dachte mir so, ich hätte mal wieder richtig Lust auf so einen Horrorfilm. Also ich denke, Sam hat da bestimmt auch Lust. Lass uns doch einen Horrorfilm schauen. Und ich würde Popcorn selber machen. Und ja, was sagst du? Ja, also Horror ist eigentlich nicht so ganz mein Ding, aber ich glaube, mit euch beiden wird es schon ganz cool. Du machst Popcorn? Okay, dann mache ich Nachos. Perfekt, super. Dann machst du Nachos, ich Popcorn und ich sag Sam direkt Bescheid, dass er den Beamer und alles aufbaut. Bis dann. Sam? Sam? Wo ist er denn schon wieder? Mann! Warum haut er immer einfach ab, ohne irgendwas zu sagen? Gut, dann rufe ich ihn halt an. Ach, geh doch mal ans Telefon, Sam. Boah, es nervt!
Nie ist er erreichbar, wenn man ihn braucht. Merle? Ja? Ich hab Sammy schon wieder nicht da. Ich habe ihn angerufen, ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt. Vielleicht rufst du ihn nochmal an, bei mir geht er nicht ran. Ja, ich hoffe, er hat jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Also, es nervt mich schon wieder. Aber der hat sich doch, hat er sich irgendwie abgemeldet oder so? Ja, eben nicht. Und er weiß ganz genau, dass heute Filmabend ist und ich mich übertrieben drauf freue und alles vorbereitet habe. Ich versuche ihn anzurufen, warte. Vielleicht geht er bei dir ran. Ich habe ihm schon Sprachnachrichten geschickt, aber... Auch nicht. Ey, ohne Mist, ne? Ich bin schon wieder so wütend. Ich gebe ihm jetzt 10 Minuten. Wenn er in 10 Minuten sich nicht gemeldet hat, dann ist der Abend für mich gelaufen. Ganz ehrlich, dann nehme ich mir irgendwas anderes vor. Sam, ey, wo hängt der denn jetzt schon wieder rum? Der weiß doch eigentlich Bescheid, dass wir heute den Filmabend machen wollen. Vielleicht ist er ja bei seiner Freundin. Und vielleicht hat Lisa auch die Nummer. Mal schauen, 10 Minuten hat er erstmal noch. Ey, 10 Minuten sind jetzt genau um. Er hat sie noch nicht mal abgehört. Ey, wenn das jetzt echt, wenn er sich jetzt nicht meldet, dann war's das für heute. Dann gehe ich raus. Oh, es ist so schönes Wetter. Ganz ehrlich, ey, ich hätte auch lieber was anderes gemacht, aber wir haben uns den Abend so lange geplant. Und hat er sich jetzt mittlerweile mal gemeldet, Liz? Nein, natürlich nicht. Also, er weiß ganz genau, dass wir hier in meinem Zimmer starten wollten und er den Beamer mitbringen sollte. Wenn wir jetzt alleine ohne ihn schauen, dann weiß ich jetzt schon wieder, dass er total durchdreht. Also, du kannst gerne nochmal zu ihm gehen. Ich gehe jetzt nicht nochmal rüber. Ich renne ihn nicht hinterher. Kennst ihn doch. Der wird bestimmt jetzt mittlerweile schon wieder drüben sein. Der war vielleicht nur einkaufen oder duschen oder was auch immer Sam für komische Sachen macht. Ich gehe ihn jetzt mal rüber. Ja, geh mal rüber. Hey, Sam, bist du hier? Stuhl? Wenn er jetzt irgendwo einfach zu einem Gaming-Abend gefahren ist, dann bin ich echt böse. Aber eigentlich, Tastatur, Maus und der PC sind jetzt noch da. Wo ist denn der hin, Sam? Hey, du, Liz, also ich war jetzt gerade nochmal drüben und Sam ist leider immer noch nicht da. Oh. Und eine Sache noch, der PC-Bildschirm von ihm und sein Stuhl sind weg. War das eben auch schon weg, als du drüben warst? Ey, sein Ernst? Ach, das ist so typisch für Sam. Ganz ehrlich, nein, der Bildschirm war eben noch da. Ich wette mit dir, wirklich, Merle, der trifft sich hundertprozentig mit seinen Freunden oder keine Ahnung und macht wieder irgendeine geheime Mission oder will uns pranken oder irgendwas. Langsam frage ich mich echt, ob er überhaupt mit uns befreundet sein will. So oft, wie der uns irgendwie, keine Ahnung, hängen lässt oder irgendwelche Streiche spielt. Es nervt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also so langsam verstehe ich es auch nicht mehr. Ich habe auch keine Idee mehr, wo wir noch suchen können. Wollen wir vielleicht einfach mal seine Freundin anrufen? Vielleicht weiß die was. Gute Idee, Merle. Ich rufe sie direkt mal an. Ich meine, wir warten ja jetzt schon mittlerweile seit weiß ich nicht wie lange. Hey, Liz ist hier. Du, meine Frage, sag mal, ist Sam bei dir? Weil... Ach, der hat ja auch gesagt, dass wir heute einen Filmabend machen in der Freunde-WG. Ja, eben, das ist es ja. Also wir wollten heute einen Filmabend machen und wir warten hier und er ist schon wieder spurlos verschwunden und nicht am Telefon erreichbar. Komisch. Okay, wer weiß, was er plant. Okay, danke dir erstmal. Tschüss. Also sie meinte jetzt, dass sie auch weiß, dass er heute mit uns einen Abend machen wollte. Ja, aber ganz ehrlich, Liz, mir kommt das so komisch vor. Also normalerweise so einer Partei sagt ja doch zumindest die Wahrheit. Also entweder uns oder seiner Freundin. Und jetzt sind wir hier und es nirgends. Meinst du, ist irgendwas passiert? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Aber wir warten jetzt einfach mal bei ihm im Zimmer, oder? Also wenn er wiederkommt, dann sind wir halt da. Ja, ich glaube, du brauchst nicht anklopfen. Ich bin nicht da. Nee, er ist... Siehst du, der Bildschirm ist nicht da und der Stuhl auch nicht. Hä? Und warte mal, wo ist denn deine Couch? Wo ist die Couch und wo sind die Sitzsäcke? Was ist Merle, denn ist ihm los? Eh nicht, dass ihm was passiert ist. Doch die halbe Einrichtung, ja, aber oh Gott. Und oh Gott, und ich habe mich auch noch, ich war auch noch so wütend auf ihn. Ihm ist bestimmt was passiert. Ja, oh Mann, was machen wir denn jetzt? Polizei? Seine Eltern? Oh, ich weiß es nicht. Ich rufe ihn noch mal an. Nee, ich weiß nicht, was hier passiert, aber ich muss jetzt mal, okay, lass uns jetzt mal ganz kurz logisch denken. Wir sprechen hier von Sam. Und Sam passiert ja eigentlich immer nichts, sondern Sam macht meistens irgendwelche Witze. Vielleicht will er uns einfach nur ärgern? Meinst du? Ich glaub's nicht. Also ich kenne Sam jetzt echt schon lange. Und gerade, wo er sich um mich gekümmert hat. Und eigentlich haben wir das geklärt, dass er solche Sachen nicht macht. Und wie soll er das schaffen? Wir waren, keine Ahnung, 10 Minuten... Vor 10 Minuten warst du hier drin. Ja.
Also, Mann, ey, was ist denn hier los? Hier ist irgendwas passiert. Ich mache mir richtig Sorgen gerade. Lass mal wieder rübergehen. Ist mir irgendwie gerade so gruselig. Hat auch immer noch nicht die Nachrichten gelesen. Das ist mir auch gerade echt ein bisschen zu viel. Was ist hier passiert? Wo sind meine Vasen hin? Ja, und die eine Leuchtröhre fehlt auch und die drei Kissen hier. Ey, was ist hier los? Merle? Ich kann nicht. Ich schaff das nicht. Okay. Ohne Mist, ne? Ohne Mist. Was ist hier los? Ey, ich glaube, wir waren ausgeraubt oder so. Ja, ich glaube es auch. Mach zu, wir bleiben jetzt hier, wir rufen jetzt die Polizei. Hier raubt ganz eindeutig irgendjemand die Freunde-WG aus. Ja. Soll ich direkt den Notruf wählen oder bei Polizei? Nee, warte. Ruf erstmal Frau Meier an. Frau Meier, was soll die denn da jetzt machen? Ja, die hat doch irgendwie auch Einblick hier ins Haus und so. Und, oh Gott, ich mache mir so Sorgen um Sam. Ich rufe sie an. Okay. Frau Meier? Ja, hallo, da ist Merle. Frau Meier, wir werden hier ausgeraubt. Warum lachen Sie denn da jetzt? Das ist alles weg. Innerhalb von Minuten sind hier Möbel verschwunden. Irgendjemand klaut die hier raus. Und Sam ist auch verschwunden. Und Sam ist auch weg. Sind Kameras im Treppenhaus? Aha, und da sind, ja, Liz, ich und Sam? Wie jetzt? Wie jetzt, Sam ist hier. Ernsthaft? Ey, es hat er echt durchgezogen. Wir denken, wir werden ausgeraubt, mein Herz bleibt stehen und er spielt ein Spiel. Ey, da kann echt was erleben. Ganz ehrlich, das ist schon wieder so typisch. Ich verstehe es einfach nicht. Danach machen wir einfach so, ja, komm, wir wollen einen schönen Abend machen. Und er nutzt die Gelegenheit einfach direkt, um irgendeinen blöden Prank daraus zu machen. Ich habe da keine Lust mehr drauf, das nervt. Ich bin voll auf deiner Seite, ganz ehrlich. Er wird wahrscheinlich nie erwachsen. Er ist wie ein kleines Kind. Das ist so schlimm, der regt mich so auf. Ja, du Liz, versteh mich jetzt bitte echt nicht falsch, aber ich habe keine Lust mehr. Ja, jetzt wieder offen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich habe mich so gefreut auf den Abend heute, aber das hat es mir jetzt schon wieder total verdorben. Alles gut, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich gehe jetzt in mein Zimmer und mache das selber. Ey, da kriegen wir ja richtig Angst und denken sonst was und dann macht er wieder so einen Mist, ey. Hey, da seid ihr ja endlich. Ich suche euch die ganze Zeit. Wir wollen doch mit dem Filmabend starten. Und wo seid ihr die ganze Zeit? Ich kann euch nicht finden. Du kannst uns nicht finden? Ist das dein Ernst, Sam? Ich bin gerade vom Platzen, ganz ehrlich. Was passiert? Ist irgendwas passiert? Ey, weißt du, was die letzte Stunde abging? Wir haben gedacht, hier ist irgendwas passiert. Wir dachten, die Freunde-WG wird ausgeraubt und du machst hier wieder so einen Prank draus. Wieso? Weil, was für ein Prank? Ich mache hier keinen Prank. Wir wollten doch heute einen Filmabend machen und... Hast du mal auf dein Handy geschaut? Wir haben dich gefühlt 10.000 Mal angerufen und Nachrichten geschickt. Er ist auf lautlos und... Oh, und meine Freundin hat 20 Anrufe. Die habe ich nämlich auch angerufen und gefragt, wo du bist. Hä, warum denn? Aber was habe ich denn gemacht? Ich habe doch nichts gemacht. Ich bereite doch gerade nur diesen Filmabend vor. Ah, habe ich doch richtig gehört. Ja, du hast ja mal Nerven, hier wieder aufzutauchen. Weißt du, was hier eigentlich gerade los war? Also, jetzt mal ganz ehrlich, du ständig mit deinen blöden Pranks und Challenges. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Geh bitte einfach. Ich verstehe gerade gar nichts. Was wollt ihr von mir? Was für Pranks, was für Challenges? Ja, du hast es einfach mal wieder übertrieben. Was übertrieben? Ja, werd doch mal erwachsen. Ich bin erwachsen. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich übernehme Verantwortung und ich wollte den Filmabend so cool gestalten, wie es nur geht. Und ich habe sogar Vorbereitungen dafür gemacht mit Frau Meier. Aber ihr wollt ja wieder von gar nichts wissen. Was ist denn los mit euch? Vorbereitung. Ja, also Merle, ich habe diesmal nichts gemacht. Liz, Merle, also ich habe doch einfach nur Verantwortung übernommen. Und ich wollte den Filmabend so cool wie möglich machen. Und ich verstehe nicht, was euer Problem gerade mit mir ist. Sam, weißt du eigentlich, dass wir gerade die ganze Zeit Angst hatten, dass wir ausgeraubt werden? Kannst du dir das mal vorstellen, wie das... Hör mir jetzt zu! Kannst du dir mal vorstellen, wie das ist? Wir laufen in dein Zimmer, weil wir dich holen wollen, weil du mal wieder zu spät bist. Und dann ist die Hälfte von deinen Sachen weg. Dann kommen wir hier wieder zurück und dann fehlt dir die halbe Einrichtung. Ja, aber ihr... Wir hatten Angst, dass wir... Ja, jetzt bist du mal ruhig! Du redest so viel! Ich kann gerade nicht mehr! Du musst mir auch mal zuhören, weil vielleicht wollte ich auch mal eine Überraschung für euch machen. Aber nein, ihr denkt ja gar nicht daran, dass Sam vielleicht mal hier eine Überraschung machen kann. Weil Sam ist ja nicht so cool. Hä? Denk mal dran. Boah, Sam, was erzählst du ja eigentlich gerade schon? Ich sage nur die Wahrheit. Ja, die Wahrheit. Wir wissen beide ganz genau, dass das irgendwie wieder schon irgendwie ein blöder Prank von dir ist. Warum sollte das? Vielleicht, ist hier irgendwo eine versteckte Kamera? Hallo? Ist hier irgendwo eine Kamera? Hä? Wo ist sie? Ach, so ist das also. Gut, ist in Ordnung. Dann lassen wir das heute Abend ausfallen. Und all meine Vorbereitungen waren umsonst. Ist nein, okay. Nein, dann bleib hier. Du musst uns auch verstehen. Wir hatten uns Sorgen gemacht.
Oh, Mist, Merle, ey. Vielleicht haben wir doch überreagiert. Du, ehrlich gesagt glaube ich das nicht, dass wir überreagiert haben. Der macht jetzt wahrscheinlich einfach nur eine Szene, weil sein Plan nicht so funktioniert hat, wie er das wollte. Der Prank ist nicht aufgegangen und ich habe keine Lust mehr darauf. Du kannst ja mit ihm reden, wenn du meinst, wir haben überreagiert. Ach, ich glaube, Sam hat das ernst gemeint. Ich kenne ihn schon so lange und so emotional reagiert er sonst nicht. Ich rede lieber mal mit ihm. Sam. Was? Sorry, das war wirklich nicht so gemeint. Wir waren aber echt halt wirklich... Wir haben voll die Panik geschoben. Ja, aber was kann ich denn dafür? Ich hab euch einfach... Vielleicht sollte das auch eine Überraschung oder so werden. Ja, ich hole jetzt die ganzen Sachen wieder rein. Guckt sie an. Ich habe es extra für euch gemacht. Aber nein, natürlich glaubt mir das wieder keiner. Dein Ernst? Hast du das alleine gemacht? Ja. Okay. Ja, siehst du? Und das nur für unseren Filmabend. Oh, ey, das hast du echt gut gemacht. Aber du hättest uns vielleicht Bescheid geben können. Dann wäre das auch nicht so ausgeadert. Ja, natürlich sieht es cool aus. Ich meine, ich hab's da gemacht, ne? Verstehst du? Ich hab's aufgebaut. Weißt du was? Ich gebe euch noch eine Chance. Nur noch eine Chance. Wenn Merle sich bei mir entschuldigt, bei mir, ne? Dann findet dieser Filmabend noch statt. Ah, jetzt chill mal. Ganz ehrlich, ich glaube, Merle will gar nicht mehr den Filmabend machen. Aber okay, ich will den unbedingt machen und du hast es. Ich versuche mit ihr zu reden, okay? Ja, mach das, los. Da versuche ich mir so viel Mühe zu geben. Für uns, für Merle und Liz. Und die denken, es ist wieder ein Prank. Okay, ich hätte dem vielleicht vorher Bescheid geben sollen, aber es soll eine Überraschung werden. Und Frau Meier hat also dicht gehalten. Das finde ich auch gar nicht so schlecht. Aber Merle wird auch schon sehen. Es ist ziemlich cool. Hey Merle. Hi Liz. Und warst du jetzt bei Sam? Ja, war ich. Und ey, er hat sich richtig Mühe gegeben. Das sieht wirklich richtig schön aus. Er hat echt die Terrasse alles aufgebaut, wie so ein Heimkino. Wirklich jetzt? Ja, also wirklich. Und wir haben vielleicht doch etwas überreagiert. Oh, toll, dann bin ich jetzt wahrscheinlich die Blöde, oder was? Nein, also ich habe ja genauso reagiert wie du. Also wir haben beide halt vielleicht etwas überreagiert. Aber wir können ja den Abend immer noch machen. Du müsstest dich vielleicht nur entschuldigen bei Sam. Ja, du. Also ich habe mich schon irgendwie entschuldigt. Also er möchte gerne, dass du dich entschuldigst. Wie hat er das denn gesagt, dass ich mich entschuldigen soll? Ja, du kennst ihn doch. Du weißt doch, wie er es gesagt hat. Ja, komm, tu mir den Gefallen. Für dich mache ich das, Liz. Ich mache das nicht für Sam, ich mache das jetzt für dich. Ja, komm, wir machen uns heute einen schönen Abend in der Freunde-WG und du entschuldigst dich jetzt einfach. Ja, ich mache das. Guck mal, wer da kommt. Ha? Hallo, Merle. Hallo, Liz. Sam. Ich höre. Sam, es tut mir leid, dass ich eventuell ein bisschen überreagiert habe. Du hast bestimmt eine ganz, 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 ganz tolle Party auf der Dachterrasse vorbereitet. Darf ich es mir mal anschauen? Nö, das reicht mir nicht. Du hast einen tollen Film. Oh, Sam. Nö, das reicht mir nicht. Wisst ihr was? Ich habe jetzt auch schon alles abgebaut. Ich habe mich doch jetzt entschuldigt. Nö. Es tut mir leid, Sam. Ja, ist doch nur ein Spaß. Ja, guck, war das so schwer? War das so schwer, sich einmal zu entschuldigen, weil ich, Sam... Das soll eine Überraschung werden. Warte. Ich gehe als erstes vor und danach könnt ihr nachkommen, okay? Und? Boah, Sam, du hast dir ja mega Mühe gegeben. Ich weiß. Das ist so schön geworden. Wow. Cool, ne? Richtig cool. Und ich habe sogar schon was Süßes besorgt. Oh, Süßigkeit. Was sagt ihr dazu? Dankeschön. Ja, könnt ihr mal sehen, was ich mir heute alles einfallen lassen habe für unseren coolen Filmabend. Na, habt ihr das gesehen? Ich habe meine PlayStation extra mitgebracht. Einen Film, noch einen Film und noch einen Film. Ich habe ganz viele Filme. Wir können wirklich den ganzen Abend hier bei diesem tollen Wetter draußen bleiben. Also besser geht das gar nicht. Und mit Frau Meier ist das auch abgeklärt. Wir dürfen hier den ganzen Abend auch bleiben. Wir müssen nur vorsichtig sein. Wir müssen hier in diesem Bereich bleiben, weil sonst könnte es gefährlich werden. Aber hier ist es kein Problem. Und für Dekoration und Ambiente hat der Sam auch gesorgt. Also jetzt wäre es Zeit, Komplimente zu machen, möchte ich nur mal so sagen. Ja, ich hätte dir das gar nicht zugetraut, dass du das hinbekommst. Ich bin sehr überraschend, auch dass du das für uns machst. Ja, könnt ihr mal sehen. Und was für Prank. Und wenn es eine Challenge ist, dann war es die Challenge, den besten Filmabend jemals zu machen. Ja, also und das hast du wirklich geschafft, aber das nächste Mal sagst du uns trotzdem bitte Bescheid. Welchen Film wollen wir denn jetzt als erstes gucken? Ja, einen Horrorfilm. Nein. Ich weiß nicht, mir egal. Boah, das ist ja richtig easy, ey. Wie war das gestern in der Challenge nochmal? Hä? Warum gehe ich denn überhaupt noch richtig arbeiten? Ich kann doch auch einfach irgendwelche YouTube-Videos hochladen.
möchtest. Die machen ja nur Unsinn den ganzen Tag und bekommen Haufen Kohle dafür. Bevor du jetzt weitergehst, möchtest du vielleicht wieder Ich mach das jetzt auch. Wenn die das können, dann kann ich das ja wohl schon lange, ne? Ja, was muss ich dafür machen? Ich glaube, zuerst sollte ich meinen Job kündigen, damit ich mich da einfach komplett drauf fokussieren kann. Ja, ich mache ab jetzt YouTube. Ach ja, hallo. Gut, dass ich Sie gleich erreiche. Nee, hier ist Merle. Naja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich sagen soll. Also, ich habe rausgefunden, dass man mit YouTube total einfach Geld verdienen kann. Und deshalb würde ich gerne den Job bei Ihnen kündigen. Ich weiß, ich habe erst vor ein paar Wochen angefangen. Ja. Ja, nein, also die Arbeit hat mir wirklich Spaß gemacht und es ist auch überhaupt nicht, weil es mir nicht gefallen hat, aber... Oh nein, die kündigt nicht ihren Job. Oh Merle, was machst du? Ich mache jetzt was anderes, es tut mir wirklich leid. Aber ich bringe das auch noch schriftlich vorbei, ja? Oh Gott. Okay, tschüss. Hey Merle. Habe ich das gerade richtig gehört? Ist irgendwas passiert? Also ist mit deiner Arbeit alles gut oder... Ja, es ist sogar alles bestens. Ich habe gerade meinen Job gekündigt und weißt du was? Ich werde ab heute YouTube-Videos machen. Ich mache jetzt Videos im Internet. Ich habe mir da so ein paar Leute angeguckt und jetzt mal ganz ehrlich, also wenn so eine Danja im Internet das hinbekommt, dann kriege ich das doch schon lange. Ist das ernst, Merle? Nein, Liz, überleg doch mal. Guck doch mal, was die so einen Monat verdienen mit so ein paar komischen YouTube-Videos und die machen ja wirklich nur Unsinn. Das ist ja Pillepalle, was die da machen. Das verdienen wir noch nicht mal in einem Jahr. Ich will das jetzt versuchen und ich glaube, ich schaffe das auch und ich würde mich da echt freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Merle, also erstens, woher willst du wissen, dass die so viel verdienen? Zweitens, das ist echt nicht cool. Wie willst du deine Miete zahlen? Du musst doch nicht gleich deinen Job kündigen und ich kann deine Miete nicht mehr zahlen. Also überleg dir das bitte nochmal. Liz, mach dir doch einfach nicht so große Sorgen, okay? Komm, ja, aber Merle... Nein, nein, ich bin da ganz positiv gestimmt. Ganz ehrlich, ich habe das im Gefühl, das wird was, okay? Das aber, ach oh Gott, du musst dir doch erstmal... Das geht doch nicht so. Alles gut, Liz. So, okay. Am besten starte ich jetzt gleich, weil dann kann ich nämlich auch ziemlich sicher meine Miete zahlen. Oh, ey Merle, wie naiv ist sie eigentlich? Als ob sie von heute auf morgen YouTube-Star wird. Okay, wie soll das... Oh Gott, wie will sie die Miete zahlen? Wir brauchen hundertprozentig neue Mitbewohnerin. Ich glaube, ich muss Sam Bescheid geben. Oh. Hey. Oh, hey Liz, alles klar? Nein. Wieso, was ist los? Ich habe diesmal wirklich gar nichts gemacht, wirklich. Wirklich, also... Es geht auch mal nicht um dich. Der Bruder von Merle da? Nein, wie Bruder von Merle? Achso, nee, ist auch heute nicht richtig. Jetzt okay. Hör mir mal zu, ja, es geht um Merle. Merle dreht völlig durch. Also sie ist komplett... Ja, sie wohnt auch neben dir, also da würde ich auch durchdrehen, Liz. Ja, sie ist auf jeden Fall total naiv, sie hat ihren Job gekündigt. Okay, weil, wieso, was passiert? Pass auf, halt dich fest, sie will YouTube-Star werden. Endlich mal! Also die Idee hatte ich auch schon. Ich meine, wenn so eine Danja und so ein Khan und ich weiß nicht, so eine Bianca das können, dann können wir das bestimmt auch. Also, hast du die mal angeguckt? Amateure also, hoch 10, also bitte. Sei mal nicht so naiv, du musst auf meiner Seite sein. Erstens sind wir nicht Khan, Danja und Bianca. Meinst du nicht? Und zweitens, sie hat ihren Job gekündigt. Wie soll sie die Miete bezahlen? Sie kann das doch nebenbei machen, aber sie wird ja nicht... Ich verstehe, was du meinst. Das könnte echt ein bisschen schwierig werden. Aber wie sollen wir das... Ich meine, vielleicht hat sie es wirklich drauf und sie kann es. Und wie sollen wir sie dann überzeugen davon, dass sie es nicht machen soll? Also, das kann auch schwierig werden, sage ich dir ganz ehrlich. Weil Merle ist echt durchsetzungsfähig, ja, was das dann geht. Aber lass uns wenigstens sie überreden, dass sie es nebenbei macht. Ja gut, okay, wollen wir uns das kurz angucken? Ja, bitte. Gut, dann geh. Hey ihr Lieben, ich nehme heute mein allererstes YouTube-Video auf. Ich bin Merle. Sie ist schon dabei. Oh, hi Sam, Liz. Ich glaube, Liz hat es dir schon erzählt, ich will YouTuberin werden. Beziehungsweise ich werde schon YouTuberin. Sie sehen das, ich habe schon alles aufgebaut und ich fange gerade an mit meinem Vorstellungsvideo. Ja, dürfen wir vielleicht dabei zuschauen oder wäre dir das unangenehm? Nee, also ich meine, im Endeffekt sollen es ja dann auch ein paar tausend Leute sehen. Setzt euch hin, guckt zu. Okay, kein Problem. Gut. Ja klar, wir gucken es uns mal an. Guck, die macht das doch gar nicht so schlecht. Ja. Merle, dann sind wir ganz gespannt, was heute passiert. Das wird nicht gut gehen. Sie wird davon nicht leben können in den ersten Jahren, Monaten. Warte doch mal, vielleicht hat sie ja ein Talent dafür. Also ich bin da optimistisch. Merle, wir hören dir gespannt zu, ne? Hallo ihr Lieben, ich bin nein, nochmal von vorne. Okay. Hallo ihr Lieben, ich bin Merle. Ja, ich heiße wirklich Merle. Das ist mein allererstes YouTube-Video. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie ich heiße? Also ich heiße Merle. Und weiter? Meine Freundin nennt mich Merle. Und mit meiner Freizeit.
Freizeit heiße ich auch Merle. Oh Merle, wir wissen, dass du Merle heißt. Ja, ach Mann, das ist doch noch mein allererstes Video. Und gerade eben bevor ihr da wart, war es wirklich besser. Ich wirklich. Du? Ja, wirklich. Ich krieg das noch mal hin. Okay, okay. Noch ein Versuch. Okay. Wir glauben noch an dich. Hör doch mal auf. Wir sind ihre besten Freunde, aber sie macht sich damit, sie tut sich keinen Gefallen damit. Vielleicht war es jetzt wirklich jetzt aus Versehen. Und, Merle, wir glauben noch an dich. Also versuch's nochmal. Hey Leute, ich bin... Egal. Und heute möchte ich euch unbedingt was über die Freunde-WG erzählen. Also über meine... Also nicht meine. Es ist nicht meine WG, aber ich wohne da drin. Das ist die Freunde-WG. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Wir sind Freunde und wir sind... drei Leute und wir wohnen alle zusammen. Merle, du, also wir unterstützen dich wirklich bei allem und auch bei dem YouTube-Ding, aber ja. Meinst du wirklich, deinen Job zu kündigen und das hauptberuflich zu machen? Also ich würde sagen, du kannst es ja nebenbei machen und gehst wieder normal arbeiten und du wirst ja auch nicht von heute auf morgen so viele Leute erreichen. Ist das nicht gut, was ich mache? Glaubt ihr da nicht dran? Ich glaube, du brauchst halt noch etwas Übung und bis du die Übung hast. Ganz ehrlich, ich habe mir jetzt mal was vorgenommen und ich wollte jetzt mal was Großes machen und ich glaube, dass es uns allen auch was bringt und ihr macht ja, schon wieder alles. Merle, Merle, nein, das meine ich auch gar nicht. Merle, das ist doch besser. Merle, so ist das doch. Jetzt haben wir wieder ganz toll hier. Dann nehme ich mir was vor und machen es schon wieder nur schlecht. Klar kann das sein, dass das jetzt nicht so toll war und dass ich vielleicht nicht so direkt von Anfang an die Beste bin da drin. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass sie mich mal unterstützen. Alles deine Schuld. Das soll sie doch einfach die YouTube-Videos machen. Ja, das soll sie doch auch, aber doch nicht hauptberuflich. Ja, warum? Dann können wir ihr bei der... Okay, bei der Miete kann ich sie nicht unterstützen. Weißt du, wie viele YouTuber es gibt, als ob sie okay, mit weißt du, was wir jetzt machen? Weißt du, was wir jetzt machen? Du gehst und redest mit ihr. Ich bin in meinem Zimmer und wir sehen uns später. Warum immer ich? Ich darauf keine Lust habe. Merle, du, das war nicht so gemeint, wirklich. Ich will jetzt nicht, dass wir wieder Stunden nicht miteinander reden, sondern ich möchte gerne jetzt einfach, dass wir das... Weißt du, du kannst es ja machen und auch nebenbei, aber meinst du wirklich, dass du damit Geld verdienen kannst? Ja, eigentlich schon. Klar kann das sein, dass das ein bisschen dauert, aber so ein bisschen unterstützen könnt ihr mich doch trotzdem. Merle, wir unterstützen... Du musst mal direkt alles schlecht machen. Das stimmt doch gar nicht, wir unterstützen dich doch, aber... Wie damals, wie als ich zu Germany's Next Topmodel gehen wollte, da habt ihr das auch komplett versemmelt. Ihr nehmt mich immer nie ernst. Natürlich nehmen wir dich ernst und wir helfen dir da auch, wenn du das machen willst. Aber wie willst du denn die Miete zahlen? Und schau mal, wie viele YouTuber es gibt. Und denkst du wirklich, dass du das Video hochlädst und vielleicht, keine Ahnung, 50.000 Leute hast, die dir da zuschauen? Das weiß ich doch nicht. Das werden wir ja dann sehen. Ja, aber deswegen musst du doch nicht deinen Job kündigen. Du, Sam und ich meinen das auch wirklich nicht böse. Und wir wollen auch nicht streiten und wir helfen dir da. Aber es wäre vielleicht wirklich besser, wenn du... erstmal noch arbeiten gehst und das als Hobby machst. Wie gesagt, wir meinen wirklich... Was wollt ihr denn essen oder seid ihr euch noch am Streiten? Komm erstmal bitte. Also Merle, also ich bin ganz anderer Meinung im Gegensatz zu... Okay. Das stimmt doch gar nicht. Merle, es ist... Wir unterstützen dich wirklich, ne? Und ich finde auch, dass so eine Danja, Bianca und Khan das echt schlecht machen und wir das deutlich besser machen könnten, besonders du. Aber findest du echt, dass du dafür deinen Job kündigen solltest? Also, normalerweise bin ich der Typ, der hier so wilde Entscheidungen macht, aber... Ja. Du kannst das gerne machen, wir unterstützen dich wirklich. Liz hat auch gerne gesagt, sie möchte die Kamera für dich machen, oder? Und, ja! Es ist auf jeden Fall dann so, mach es doch nebenbei, am Wochenende. Wir können ja so TikTok machen und da kannst du ja gucken, wie du bei den Leuten ankommst. Und dann unterstützen wir dich auch. Aber einen Job direkt zu kündigen und vielleicht gar nicht mehr die Miete zu zahlen. Ich meine, möchtest du bei deinen Eltern wieder anfragen, ob du Geld von denen bekommst? Möchtest du das? Nein, natürlich will ich nicht wieder Geld von meinen Eltern. Und außerdem muss ich dir sagen, gute Freunde sagen auch mal die bittere Wahrheit. Und die bittere Wahrheit ist... dass das nicht so gut ist und jetzt bin ich weg. Also du hörst schon, ne? Wir meinen das nicht böse, wirklich. Aber ich glaube auch... Ja, gut. Ja, pass auf, wir gucken halt, dass ich irgendwie vielleicht wieder an meinen Job rankomme und dann versuche ich einfach da ein paar Stunden weniger zu arbeiten und mache halt dann nebenbei das. Wir helfen dir, Merle. Wenn ihr dann glücklich seid. Nein, also wirklich, wir helfen dir und ruf erstmal deine Arbeit wieder an, dass du dort arbeiten gehen kannst. Und lass uns am Wochenende immer YouTube-Videos für dich aufnehmen. Ich helfe dir da auch. Also, ich rufe jetzt bei meinem Arbeitgeber an und frage wieder nach dem Job. Aber dafür müsst ihr mir eine Sache versprechen. Wir nehmen heute das erste YouTube-Video auf und wir machen das zusammen. Also ihr helft mir dabei.
Das müsst ihr mir versprechen. Ja, 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 okay. Wenn dich das glücklich macht, dann machen wir heute ein YouTube-Video. Okay, und ich rufe jetzt meinen Chef an und frage, ob ich meinen Job wieder bekomme. Und das wird bestimmt überhaupt gar nicht peinlich, aber... Aber es ist das Richtige, Merle. Okay, wollen wir? Ja. Hey Leute, ich bin Merle. Also, und ich bin Sam und ich wollte euch ein paar Tricks zeigen. Und, warum? Und, nein. Warte. Und was machst du denn? Nein, wir machen hier keine Tricks. Doch, wir machen jetzt Tricks. Ich dachte, wir machen einen Haul, ich war extra einkaufen. Boah, wir reden doch hier über die Freunde-WG, deshalb sind wir doch alle dran. Hä? Das ist doch voll langweilig. Das will doch keiner wissen. Jeder will Sams Tricks sehen, die er nicht hinbekommt. Aber es geht nicht um dich, es geht um Merle. Ja, nee, dann hab ich keine Lust. Dann mach das alleine. Okay, Leo, heute ist ein wichtiger Tag für dich. Ne? Du weißt, was heute ansteht. Es ist wirklich mit der wichtigste Tag hier in der Freunde-WG. Zumindest für mich. Ich habe hier die Liste vorbereitet und ich habe dir auch schon einiges erklärt, was ich von dir hier erwarte. Und ich habe jetzt den Punkt Technik bei mir stehen. Wenn du willst, zeige ich dir jetzt die ganzen Sachen bei meinem PC. Und ich bitte dich auch, damit vernünftig umzugehen. Ne? Weil ich bin nicht da. Du, Sam, ich weiß nicht, ob ich der Sache gewachsen bin. Und ich weiß doch gar nicht, was meine Schwester dazu sagt. Das ist doch egal. Ich sag dir jetzt mal was. Denkst du, mich interessiert es, was deine Schwester dazu sagt? Denkst du, es interessiert mich, was Liz dazu sagt? Das interessiert mich nicht. Es geht hier um mein Zimmer, ne? Und denkst du, ich lasse das hier in meiner Abwesenheit einfach so, hier, dass die hier rein können und dass sie hier alles machen können, was sie wollen, in meinem Zimmer? Das kommt nicht in Frage, Leo. Das kommt nicht in Frage, ne? Ich habe dir die Verantwortung gegeben und ich vertraue dir da auch zu 100%. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, ne? Ich möchte nur, dass du auf mein Zimmer aufpasst. Okay, das ist eine ganz große Verantwortung. Ja, aber du bist dieser Verantwortung gewachsen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe es. Okay, dann wollen wir mal. Aufstehen. Gut, du siehst hier meinen PC, du siehst hier den Bildschirm, du siehst die Tastatur, du siehst auch die Farben bei dieser Tastatur. Was habe ich dir beigebracht? Schritt Nummer 1, falsch! Leo, ich habe dir gesagt, du darfst die Farben der Tastatur nicht verändern. Das weißt du, genau. Wie die Farben hier und wie diese Farbe hier. Das weißt du. Ja. Weil wenn wir das einmal verändern, dann werden die Mädels hier die Macht bekommen. Und das wollen wir doch nicht, oder? Ja. Oder willst du das? Nein, nein. Willst du das? Nein, nein. Ich frage dich, willst du das? Nein, okay. Also, da müssen wir echt noch üben. Leo, du siehst diesen Schlüssel. Was machen wir mit diesem Schlüssel? Erzähl mir das mal. Was machen wir mit diesem Schlüssel? Das Zimmer abschließen? Schon wieder falsch. Ey, was haben wir die letzten Tage die ganze Zeit geübt? Was machen wir mit diesem Schlüssel? Oder was machen wir nicht mit diesem Schlüssel? In Liz und Merle geben. Endlich lernst du mal von mir. Diesen Schlüssel geben wir nicht an Merle und Liz, denn wer weiß, was damit gemacht wird. Du kommst dann hier rein und das Zimmer sieht dann ganz anders aus. Möchtest du das? Ich frage dich, möchtest du das? Nein, möchte ich nicht. Richtige Antwort. Leos Stimme? Was will der denn hier? Hallo? Hallo? Ja, wer kann ich dir weiterhelfen? Ich hoffe doch, ist Leo hier? Nein, Leo ist nicht hier. Warum hey, sollte ich... Leo? Leo, was machst denn du hier? Sam, mach jetzt die Tür auf. Ja. Du, sag mal, Leo, was machst du eigentlich hier? Mama hat gar nicht Bescheid gegeben, dass du hier bist. Sam, was soll ich doch mal sagen? Leo, ist das dein Ernst? Also vielleicht ist er ja auch mein Bruder. Warum muss er dich denn fragen, ob er hier hinkommt? Dein Bruder? Also... Das ist bei mir jetzt wirklich sehr neu, Leo. Bist du etwa selbst? Ja, aber es ist doch egal. Ich habe ihn hier eingeladen und du hast hier nichts zu suchen. Also raus mit dir, ganz schnell. Merle, Mama. Ey, psch. Was? Dein Ernst? Merle, raus. Leo, willst du mich jetzt hier? Was ist denn hier los? Also, das ist schon ein bisschen komisch. Leo sagt mir nicht Bescheid, wenn er hier ist. Ist doch mein Bruder. Und Sam verhält sich auch irgendwie komisch. Vielleicht weiß ja Liz irgendwas. Liz, du sag mal, weißt du, was Sam schon wieder vorhat? Weil ich war gerade drüben und irgendwie ist mein Bruder da und ich weiß aber nichts davon. Oh Merle, ich weiß hier gar nichts. Ich will einfach mal heute entspannen. Ich will mal einen einzigen Tag ohne Drama in der Freunde-WG. Und davon abgesehen, zwischen Geschwister stelle ich mich so oder so nicht. Also das sind Familienangelegenheiten, also ja, macht es einfach irgendwas. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, ich rufe jetzt einfach mal meine Mama an. So, ich hoffe, dass Mama das jetzt mal aufklären kann, was hier los ist. Ja, hallo Mama, da ist Merle. Du sag mal, weißt du, warum Leo hier ist? Ich weiß von gar nichts und irgendwie sitzt er einfach plötzlich bei Sam im Zimmer und... Wie jetzt? Was?
Warum sagt mir denn immer nie jemand Bescheid, wenn irgendwas ist? Das ist mein kleiner Bruder, sowas müsst ihr doch mal mit mir absprechen. Sag mal, boah, nee, also mit dem habe ich jetzt erstmal ein Hühnchen zu rupfen und wir reden dann auch noch, Mama. Sowas musst du doch mal mit mir klären. Was soll denn das immer? Warum redet denn nie jemand mit mir und warum ist das mein Bruder, Mann? Komm jetzt hier mal ohne. Sam, wo ist Sam? Was machst du denn hier? Warum ziehst du hier ein? Was soll das? Warum sagt Mama mir, dass du hier einziehst? Wo ist Sam? Wo Sam ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo Sam ist. Wo ist er? Weiß ich nicht. Und warum ziehst du hier ein? Ohne meinen Anwalt Sam darf ich leider nichts sagen. Oh, ihr habt doch echt alle eine Macke, ey. Das gibt's ja wohl. Okay, mit Frau Meier ist das jetzt auch geklärt, Sam. Was hat Leo schon wieder gesagt? Bin ich mal gespannt, wie du dich hier jetzt wieder rauskommst. Leo, was hast du schon wieder gesagt? Der hat überhaupt nichts gesagt, weil ohne so einen Anwalt sagt er nämlich ja, gar richtig. Sehr gut, Leo, sehr gut, sehr gut. So können wir definitiv zusammenarbeiten. Was ist, was willst du? Dass er hier einziehen soll. Was soll denn das? Woher weißt du das? Weißt du, so für ein Wochenende ist es doch mal in Ordnung, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass das einfach so ohne Absprache okay ist, dass mein Bruder hier einfach einzieht und du aus oder was auch immer. Was ist hier denn schon wieder los? Tut mir leid, aber so ist es. Ich bin jetzt bald erstmal weg und dementsprechend kommt Leo in mein Zimmer. Also, erstens ist das mein Zimmer und zweitens, ich vertraue deinem Bruder, nicht so wie dir und Liz, ne? Wer weiß, was ihr macht, wenn ich nicht da bin und ich bin dann auch bald weg. Dementsprechend möchte ich auch, dass Leo sich hier um mein Zimmer kümmert. Du, Merle, mach dir keine Sorgen. Du wirst sowieso 2 Wochen das Zimmer nicht sehen. 2 Wochen? 2 Wochen. Aha, du bist 2 Wochen nicht da, ja? Was soll denn das? Warum sagst du denn nicht mal irgendwie was? Und dafür soll jetzt Leo hier rumhängen bei dir? Ja, oder? Genau. Aus diesem Grund, weil ich 2 Wochen nicht da bin, ist er jetzt verantwortlich für mein Zimmer, weil ich euch nicht traue. Weißt du was? Ich habe noch eine allerletzte Hoffnung habe ich noch. Ich glaube nämlich, dass Frau Meier das nicht so einfach erlaubt. Dann geh und frag sie ruhig. Ich glaube auch nicht, dass Frau Meier das erlaubt. Nein, nein, sie erlaubt das nicht. Hallo Frau Meier, wissen Sie eigentlich, dass Sam jetzt die nächsten 2 Wochen gar nicht da ist und dass dafür mein Bruder, also Leo, hier einziehen soll? Wissen Sie davon? Weil also eigentlich ist das ja überhaupt nicht in Ordnung, da müsste man ja mal vorher drüber reden, oder? Ja, doch, Sam war bei mir, er hat mir das erzählt und das ist überhaupt kein Problem für mich. Also er bezahlt ja weiterhin die Miete und der Leo ist ja auch ein lieber Junge, also für mich ist das kein Problem. Du hast halt wirklich einen netten Bruder. Ach ja, ach, mit Ihnen hat er also auch schon geredet. Ja, anscheinend ist ja alles gegen mich und irgendwie redet keiner mehr mit mir. Du, Sam, ich weiß ja nicht, meine Schwester war jetzt nicht so begeistert. Ja, das ist klar, dass sie nicht begeistert ist, aber vertrau mir doch einfach mal. Und ich muss auch dir vertrauen, weil 2 Wochen ist echt eine lange Zeit. Na, also, und glaub es mir, am Ende des Tages werden die beiden froh darüber sein, dass du 2 Wochen hier bist und nicht ich. Glaub es mir einfach. Ich weiß ja nicht. So, weißt du was, Sam? Eigentlich finde ich das sogar gut, dass Leo jetzt hier einzieht, ne? Siehst du? Ach so, übrigens, Leo, es ist so, wir haben hier gewisse Regeln in der Freunde-WG und leider hat Sam sich ja schon einiges zu Schulden kommen lassen. Deshalb musst du leider die komplette Freunde-WG und den kompletten Flur und das komplette Haus jeden Tag reinigen. Das wurde leider so abgesprochen. Sam, ist das wahr? Oh, Leo, habe ich das gar nicht gesagt? Also, ja, ich habe hier den Ordnungsdienst immer noch und du musst die Zimmer von den beiden immer aufräumen. Aber das kriegst du hin. Ja, viel Spaß dabei. Oh, toll, ich wusste, dass das Ganze einen Haken hat.